die freundliche Einladung, auch hier zu sprechen. Und ich freue mich auch sehr, dass so viele Bambergerinnen und Bamberger und viele sicher auch von außerhalb gekommen sind, um hier ein Zeugnis abzulegen für unsere Demokratie. Ursprünglich hieß das ja, was wir hier veranstalten, Fest der Demokratie. Und ich möchte das auch nochmal betonen. Wer Demokratie will, der muss immer wieder ein Fest der Demokratie feiern. Was heißt das eigentlich? Feste feiern wir, wenn wir uns über etwas freuen, wenn wir dankbar sind, wenn wir aus dem Fest dann aber auch Energie für die Zukunft schöpfen wollen. Das ist wichtig für die Demokratie. Die Demokratie ist die beste Staatsform für das Wohl aller und für das Gemeinwohl. Das ist das Erste, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Das Zweite, Demokratie braucht Demokraten. Demokratie ist so gut und so schlecht, wie eben die Demokraten sind. Und das sind wir alle. Wir alle, die wir wählen, die wir für unsere Städte und Gemeinden in den Parlamenten demokratisch entscheiden, mitentscheiden. Das sind wir, die wir auf Landesebene für unser schönes Bayern und auf Bundesebene und Europaebene als Wähler und als aufmerksame und kritische Beobachter auch dessen, was dann in den Parlamenten und in Regierungen geschieht, sind. Das Zweite, was wir sein müssen, damit Demokratie weitergeht, ist, dass wir gute Demokraten sind. Aufmerksam, bewusst und immer gemeinwohlorientiert. Und das Dritte, wir müssen auch wehrhafte Demokraten sein. Ich möchte daran erinnern, Hitler ist auch auf demokratische Weise zunächst in die Regierung gekommen mit der NSDAP. Und dann wurde eben aus diesen Anfängen ein System, was Millionen Menschen umgebracht hat und eine schreckliche Zeit in Deutschland für Europa und für die ganze Welt heraufgeführt hat. Wir müssen aufpassen, dass so etwas nicht wieder geschieht. Und jede Demokratie braucht eine Wertebasis. Unsere Wertebasis ist das Grundgesetz. Das Grundgesetz beginnt mit der Menschenwürde, weiter mit den Menschenrechten, weiter mit dem, was den Menschen dient, zu ihrem Leben, zu ihrem Wohl, für ihre Zukunft. Und das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und dabei mitwirken. Wenn wir heute ein Fest der Demokratie feiern, dann müssen wir allen die rote Karte zeigen, die da nicht mitmachen wollen und die Demokratie in irgendeiner Weise in Frage stellen oder die Werte der Demokratie nicht beachten oder sogar mit fremdenfeindlichen Parolen oder dass Menschenwürde nur für bestimmte Parteien oder bestimmte Volksgruppen oder für bestimmte Rassen und Nationen da sind. Da gehört die rote Karte hin. Und es muss dieses Fest aber auch für uns alle eine Selbstverpflichtung sein. Wir müssen mit allem, was wir sind, können und haben, uns für die Demokratie einsetzen, gute Demokraten sein, für gute Demokraten werben und die Grundordnung, unsere Werteordnung, unser Grundgesetz mit allem verteidigen. Ich hoffe, dass dieses Fest uns dazu hilft, dazu beiträgt. Und so wünsche ich uns allen eine gute Zukunft des Gemeinwohls für uns alle.